Arne Pfeiffer und Benedikt Doll beendeten den Weltcup-Winter mit Podestplätzen, Kingsley Coman muss verletzt von der französischen Nationalmannschaft abreisen. Den Augsburg-Panthern winkt der Einzug ins DEL-Halbfinale nach einem Overtime-Sieg über die Düsseldorfer EG. Die deutsche Nationalmannschaft startet die EM-Qualifikation mit einem Duell gegen die Niederlande. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. Deutscher No-Name trifft auf Ferreira. Von vielen Boxfans sehnsüchtig erwartete Rückkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury findet nicht so schnell wie gedacht statt, stattdessen kommt ein junges deutsches Schwergewicht gegen Fury zum Zuge. Zum Bericht: Eisenbichler verpasst Kristallkugelskisprung. Weltmeister Markus Eisenbichler hat beim emotionalen Abschied von Bundestrainer Werner Schuster trotz einer erneuten Podestplatzierung den Gewinn des Flugweltcups verpasst. Zum Bericht: Holzhäuser zählt Löw an. Wolfgang Holzhäuser hat Joachim Löw im Check 2-4 Doppelpass angezählt und die Zukunft des Bundestrainers in Frage gestellt. Zum Bericht: Stenger, Grindel, Kampf des Fußballs, volle Breitseite gegen DFB-Präsident Reinhard Grindel. Der ehemalige DFB-Pressesprecher Harald Stenger hat Grindel scharf attackiert. Ich habe im Sommer gesagt, das ist der schlechteste Präsident seit 50 Jahren. Zu dieser Aussage stehe ich heute noch. Es ist alles noch viel schlimmer geworden, sagte Stenger im Check 2-4 Doppelpass auf Sport 1. Zum Bericht: Herrmann verpasst Podest knapp. Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann hat beim Weltcup-Finale der Biathleten in Oslo im abschließenden Massenstartrennen über 12,5 Kilometer das Podest wegen einer bescheidenen Schießleistung knapp verpasst. Zum Bericht: Rassismus-Segler für Kakao. Einzelfall für den ehemaligen Fußballnationalspieler Kakao, 37, ist der Rassismus-Segler beim Länderspiel gegen Serbien in Wolfsburg gegen die DFB-Esel Leroy Sane und Ilkay Gündogan ein Einzelfall. Zum Bericht: Coman muss Länderspiel absagen. Bayern Münchens Offensivspieler Kingsley Coman muss auch für das EM-Qualifikationsspiel von Fußballweltmeister Frankreich am Montag gegen Island passen. Zum Bericht: Overtime-Sieg. AEV winkt Halbfinale. Die Augsburger Panther stehen nach einem starken Comeback vor dem Einzug ins Playoff-Halbfinale der deutschen Eishockey-Liga. Zum Bericht: Doll und Pfeiffer stürmen das Podest. Olympiasieger Arne Pfeiffer und Benedikt Doll haben den deutschen Biathleten zum Abschluss des Weltcup-Winters nochmals zwei Podestplätze beschert. Zum Bericht: Das passiert heute. Fußball: Deutschland startet in EM-Quali. Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 beginnt für die deutsche Nationalmannschaft gleich mit der auf dem Papier schwierigsten Aufgabe. In Amsterdam trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw auf die Niederlande. Fußball, EM-Qualifikation, Niederlande, Deutschland ab 20.45 Uhr im Live-Ticker. Erst im vergangenen Oktober hatte die DFB-Auswahl in der niederländischen Hauptstadt im Rahmen der Nations League eine herbe 0:3-Niederlage kassiert. Fußball: Österreich im EM-Quali unter Druck. In der EM-Qualifikation geht es am Sonntag unter anderem für Vize-Weltmeister Kroatien, Belgien und Österreich mit dem 2-Spieltag weiter. Österreich braucht in Israel, in Haifa, nach der Auftaktniederlage gegen Polen dringend Punkte. Die Spiele der EM-Qualifikation im Live-Ticker, das müssen Sie sehen. Bundesliga aktuell. Bundesliga aktuell präsentiert ab 19.15 Uhr IVE im TV auf Sport 1 die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2 Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Videoschmankel: Wer soll im DFB-Tor spielen?
Der Bundestrainer hat sich festgelegt, dass Manuel Neuer die Nummer 1 ist. Für die Experten eine Entscheidung, die für Diskussionsstoff sorgt.